Wir sind heute, also ich bin erstmal hinter der Kamera heute, Jay heute vor der Kamera und auch hinter der Kamera. Und Nils ist heute auch da, Rick ist auch da, sitzt da hinten irgendwo. Shooting für die neue Kollektion, das hängt alles schön hier, Bild übereinander. Ich würde einfach hier nebenbei ein bisschen filmen und ja, also ich weiß nicht, ihr wisst es ja wahrscheinlich nicht, das ist die komplett neue Black Series Kollektion, alles schwarz, deswegen beige Hintergrund. Jay, was verwendest du hier für ein Objektiv? Zieh ich weg. 24-1.4. Okay. Hast du hier eine Blende drauf? Also hier so ein Filter? Nee, ne? Ein Pullfilter ist nicht drauf. Das hier drin. Okay. Das nutzt du nur für draußen? Das hier drin. Okay. Ah, krass, wie du dich auskennst. Hast du mir schon mal beigebracht. Mhm. Aber deine Fotokarriere war ja ziemlich schnell vorbei. Richtig. So läuft es ab. Ein Bild nach dem anderen. Shop-Bilder aber erstmal. Die coolen Bilder machen wir heute Nachmittag, hoffe ich. Wo willst du hin? Nein, ich hab keinen Bock heute. Doch, ich hab schon Bock. Ich bin nur ein bisschen angeschlagen. So, es gibt so ein paar typische Posen, die wir immer machen. Für den Shop relativ easy, einfach. Nicht lächeln, nicht böse gucken. Jetzt alle drauf. Genau. Ja, also mehr oder weniger sehr langweilig. Wir wollten euch ja mitnehmen und haben gesagt, wir zeigen euch, wie wir die ganzen Bilder machen. Das ist der Kuhneck. Ihr seht es ja schon. Ja. Häuslig. Druck. Richtig geil. Sehr simpel. Fotos seht ihr ja dann noch. Und jetzt hat Nils den passenden Hoodie dazu an. Jay macht sich das immer so, wie er es braucht. Ihr harmoniert schon auf einer Größe, oder? Ja. So von der Seite? Ihr müsst euch das vorstellen, da sind zwei Giraffen, beide 2 Meter. Ich filme quasi von unten, ich müsste eigentlich so filmen hier. Ja. Ich weiß nicht, ihr wisst wahrscheinlich, Nils ist Handballer, der kriegt immer richtig auf die Fresse beim Spiel. Und muss sich natürlich auch gesund ernähren und da gehört nochmal Knoblauch dazu, Jay. Hier ist eine Fussel irgendwie. Da wär's nicht. Also 5 Teile von der Kollektion. Die Hose hat er jetzt schon an. Macht Jay dann extra Fotos. Das ist eine Cargo-Pant mit Seitentaschen und Gummizug oben. Ja, zeigen wir euch da alles noch. Ein bisschen bunt zumachen kann man nämlich hier unten stellen. Sieht gar nichts richtig, weil es alles schwarz ist. Aber das ist jetzt 2XL, ne? Ja, passend zu unserem Logo oder zu dem ganzen Äußlig, was ihr hier seht, haben wir natürlich die passenden Sneaker, ganz wichtig. Du machst schon lange mit Turnschuhen, ne? Ja, dann kannst du Bundeswehr-Turnschuhe. Dann kannst du auch gleich die Schnürsenkel reinmachen. So, mach ich, kein Problem. Ja. Das ist schon nice, wollen wir mal zum Winter? Verrückt, aber ich glaube, das sieht man erst auf Fotos so richtig aus. Mhm. So Leute, wir sind hier fertig. Jetzt geht's ans Zusammenpacken. War's okay bisher, oder? Ja, jetzt geht's zur Eisdiele. Eisdiele jetzt, nach dem Döner, den wir gegessen haben. Jetzt fahren wir schnell in die Halle. Da das Motorrad ein. Das Motorrad ein, das weiß ja noch keiner. Und heute werden wir richtig einen abbrennen. Ich hoffe. Wir holen das erste Accessoire ab, was wir heute für Shooting brauchen. Da steht's. Handy, hallo. Momentan ein bisschen krank. Ein bisschen krank. Ich war lange flach gelegen. Alles bereit? Hm. Leute, das Ding sieht in echt viel geiler aus als hier auf der Kamera. Dass ihr auch mal alles hier ein bisschen sieht.
Ja, damit machen wir heute ein bisschen Action. Geil. Abgefahrenen Reifen oder abgefahren. Hat er noch auf eine Ersatzfelge gezogen, damit wir heute mal. Ja. So Leute, angekommen. Im Wald. Hast du ja deine Flugzeuge versteckt oder was, Nils? Rick hat sein Flugzeug mitgebracht. Ja, auf jeden Fall. Vor allem sein Flugzeug, Alter. Das braucht jetzt für das Set hier, oder? Ja, das brauchen wir für das Set. So. Aber schön, dass wir heute so gutes Wetter haben, ja? Ist schön, deswegen sind wir ja auch drin. Halb drin. So Leute, es geht weiter. Jetzt wird das fette Set weiter aufgebaut hier. Guck mal hier. Jay ist schon schön am Shooten. Mini Motorrad haben wir schon gesehen. Was richtig idyllisches hier, jetzt werden die fetten Lampen aufgebaut, weil Jay krass, schon einen geilen Plan Fotos, hat. Und deinen Schatten drauf, ist auch geil auf jeden Fall. Ja, ne? Bis du das lange bist. Ja, super. So, jetzt Lampen aufbauen. Haben wir schon mal ein paar Striche gezogen hier drin. Habt ihr schon gesehen. Also, dranbleiben. Wir haben den Käfig aufgestellt. In die dunkelste Ecke. Kannst du meinen Leuten zeigen, wie das aussieht, Jay? Nee. Danke. Okay, man sieht wenig. Ja, deswegen nee. Okay. Hat dir gefallen bisher? Das ist überragend. Sehr gut. Wirklich, wirklich anderes Level. Mal gucken, wie die Bilder und die Videos dann werden, ja. Noch ein kleines persönliches Feedback zu den Sachen. Ich feiere die super Qualität, fühlt sich weich an. Was ist dein Lieblingsteil? Das Crewneck. Das Crewneck, ja. Wie findest du die Cargo Paint? Ich meine, war ist unser erster. Auch geil. Ja? Muss man haben, finde ich. Cargo gehört dazu. Sehr cool. Hoodie ist natürlich für sonntags immer lässig. Ja, ne? Auf jeden Fall. Wie findest du den neuen Schnitt? Ist ja ein neuer Schnitt jetzt. Bisschen lässiger an den Schultern. Jobschulter, ein bisschen Oversize. Finde ich sehr gut. Sehr geil. So, hier Mingo. Richtig schön in unseren neuen Klamotten schon. Für Shooting bereit. Migi, was hast du mitgemacht hier vom Motorrad? Erzähl mal kurz. Rick ist der Meinung, ich soll mal ein bisschen was erzählen hier drüber. Mhm. Also das Motorrad war bis 2008 auf der Straße, ist 2008er Baujahr. Mhm. Ab 11 umgebaut. Ich bin jetzt der dritte Besitzer. Hat mit Serie nicht mehr unbedingt viel zu tun. Du bist ja eh mehr so der Rennstreckenliebhaber geworden, darf man nicht vergessen. Du warst ja früher mehr so Straßenfahrer und jetzt nur noch Rennstrecke, ne? Also seit knapp 2 Jahren ziemlich viel Strecke. Mhm. Ja, hat sich angeboten, weil der Vorbesitzer halt schon ziemlich viel investiert hatte. Mhm. Wir haben es jetzt in den letzten 2 Jahren noch verfeinert. Was hast du jetzt so gemacht hier im Ingi? Ich sehe hier, Motorrad nehme ich übrigens gar nicht aus. Alles. Ich sehe hier schon mal Ölinsdämpfer. Ja, also das ist nachgerüstet. Das ist ja für Steifigkeit so ein bisschen, ne, Motorrad? Na, mehr oder weniger, dass du beim Rausbeschleunigen kein Lenkerpendeln kriegst. Ah, okay. Dass das abgefangen wird. Okay. Gabel ist umgebaut, hat der Jenkner gemacht. Mhm. Am Sachsenring, Fahrwerk eingestellt, hinten vorn. Mhm. Komplette Agrapovic-Anlage drin. Das Fahrwerk ist jetzt direkt auf mein Körpergewicht eingestellt. Krass. Scheiben sind geändert. Mhm. Vollschwimmt. Vollschwimmt heißt? Umgebaut. Na, beweglich. Okay, warum? Was ist der Vorteil daraus? Ja, die Bremse vibriert quasi, wenn du gebremst hast. Na? Ganz minimal die Bremsklötzer wieder weg und dadurch hast du einen super Freilauf auf dem Vorderrad. Ah, okay. Ja. Und das Bremsverhalten ist wesentlich besser. Mhm. Kette ist verstärkt, komplett Agro-Anlage, alles abgestimmt. Mit Krümmer? Mit Krümmer. Ach, mit Krümmer, okay. Komplett. Also schweinelaut. Geht. Geht. Was haben wir jetzt hier an Leistung, Mingi? Knapp 200. 200 PS? 180 Kilo, ja. 191, voll getankt. Und ist eigentlich eine Kawasaki? ZX-10R. Welches? Das ist eigentlich ein veraltetes Modell mit weniger Technik wie die neuen Motorräder, ne? Ja.
Hast du hier schon diese Wheelie-Kontrolle und dieses ganze Schnickschnack? Nee, nee, das gibt's ja noch gar nicht. Bremser, das sind gar nichts. Also, kein Neigungswinkel, Sensor, kein ABS. Ist noch richtig Motorrad. Ist noch ein richtiges Rennmotorrad. Und Schaltautomat hast du? Schaltautomat nachgerüstet, aus der Moto 2. Das ist ein Cordona-Schaltautomat. Warte mal, eine Frage dazu. Kannst du denn mit dem Alltag eigentlich noch fahren? Rein theoretisch. Könnte man. Oder nicht? Ja, Schaltautomat haben ja auch die viele neue Motorräder schon. Ja, das könnte man schon noch machen. Deine Duke hat es ja auch gehabt. Von Serie. Ja. Ja, Heck ist geändert. Komplett Salas-Tuning. Ganze Elektrik ist vorne alles raus. Also den Kabelbaum haben wir komplett ausgestrickt, sämtliche Steuergeräte und alles hier hinten rein. Batterie liegt im Heck. Weil wegen ist Schwerpunkt? Ne? Oder ist, nee. Na, Kühlung. Ist original direkt hinter dem Motor und ist hier völlig eingebaut. Okay. Und da das eine Lithium ist, haben wir das alles nach hinten genommen. Was haben jetzt so die MotoGP-Motorräder an Leistung ungefähr, mal so einen Vergleich zu stellen? Über 100 PS mehr. Die haben über 300 PS? Ja. Also die kratzen an der 300 und gewichtstechnisch bei vollgetankt um die 106 Kilo. Also nochmal 20 Kilo weniger wie das Motorrad hier? Knapp 30, 35 Kilo weniger. Ja. Müsst ihr mal überlegen, ne? Da ist ja nicht mehr viel Gewicht zu holen. Außer du hast ja bloß noch einen Plastik hier. Die fahren Carbonrahmen, Carbonschwinge, Carbonfelgen. Ne? Aber Motorrad kostet ja auch dementsprechend dann. Motorrad, ne? Also Motor, alles aus Magnesium. Krass. Ja. Ich denke mal, wir werden dich mal begleiten müssen bei so einem Rennen, Mingi. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Was ist denn das hier noch, die zwei Knöpfe? Das will ich wissen. Das ist eine Bassas-Kontrolle. Also ganz leicht regulieren kannst du hier schon. Das ist so mit der Anfang der Traktionskontrolle. Okay. Hier müsste ein Riesenruck kommen am Hinterrad, dass das Ding überhaupt einregelt und dann Leistung wegnimmt. Also ich wäre im Grunde mit dem Heißrader fast abgeflogen. Dann habe dort schon schneller reagiert wie die Elektronik. Also das ist eigentlich Pustekuchen, auf gut Deutsch. Und hier hast du noch hier Satelliten-Laptimer. Damit du deine Rundenzeit nehmen kannst, alles, ne? Hier. Der misst sich automatisch ein, sucht sich jetzt also ab dem 8. Satelliten, dann kannst du die Rennstrecke einstellen und findet automatisch zur Ziellinie. Das ist schon krass, oder? Und dann kannst du halt gucken, was du fährst. Mingi, geile Nummer, muss ich echt sagen. Schön, dass du dabei bist heute. Sehr gern. Passt ja zum Thema, das Motorrad. Okay. Hast du einen Kumpel mitgebracht, ja? Kumpeline. Maus. Süß. Ja. Ja, also Mingo Performance, vielen Dank, dass du mit uns hier so einen Blödsinn gemacht hast. Wir machen gleich noch ein paar Bilder, denke ich. Nils, wie lange modelst du schon? Seitdem ich bei euch bin. Du hast doch jetzt bei Heidi Klum auch den Contest gewonnen, ne? Das war doch jetzt die Show Germany's Next Topmodel, oder? Ja. Da bist du doch ganz groß rausgekommen, eigentlich im Fernsehen, ne? Ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt. Naja, Jay hat ja dort Fotograf gespielt bei GNTM. Nicht war der mit den langen Haaren. Ja, genau. Du hast ja jetzt aber den Haare geschnitten. Das war ja das Punkt 1. Aber Nils hat ja gewonnen, die Show dort, ne? Nils hat die Show gewonnen. Sieht man ja schon. Also Nils hat ja den Vorteil gehabt, haben sie so ganz klar gesagt. Also Nils kann sich einfach hinstellen, sieht gut aus, deswegen Model. Aber ist halt Transgender in der Sendung, sah halt aus wie Mädel, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ja, ich weiß, aber hat jetzt auch was draus gemacht. Aber jetzt hat was draus gemacht. Guck mal, wie der einfach in die Kamera lächelt. Das ist so ein schöner Boy. Also, ja. Na, hast du Glück gehabt, Jay, dass ihr genau reinpasst in den Spalt. Ich dachte, extra einen größeren aus. Ja, ich dachte es mir auch gerade. So, seit langem mal wieder vor der Kamera und Jay hinter der Kamera. Wir sind heute bei Kiesel, da arbeite ich gerade schon. Kevin, möchtest du dich kurz umdrehen, Kevin? Kurz mal in die Kamera rein. Mahlzeit. Beste Hallennachbar. Wir nehmen euch in dem Vlog jetzt ein bisschen mit auf die Reise. Es wird jetzt nicht ganz ein Vlog, so wie ihr es wahrscheinlich kennt. Aber wir wollen euch zeigen, wie wir uns auf das nächste Fotoshooting für die nächste Kollektion vorbereiten. Also wir bauen, wollen wir das jetzt schon verraten? Ja, können wir eigentlich schon verraten, ne? Ja klar, man sieht es ja schon. Also wir haben hier einen Haufen Aluminium gekauft. Das sind hier so Vierkant-Aluminium-Stäbe. Wir wollen einen Käfig bauen. Wir haben uns natürlich inspirieren lassen, muss man ganz ehrlich sagen, bei Peso. Peso hat echt eine coole Sache damit gebaut. Und da können wir mal ein Bild einblenden, denke ich, kurz. Ja, das machen wir jetzt mit Kevin, weil Kevin hat die Möglichkeit hier, das mit uns zu machen. Dafür sind wir sehr dankbar.
Und wir bauen das irgendwie auf unkompliziertsten Wege, dass man das auch überall mit hintransportieren kann. Das Ding wird 2,50 Meter hoch, weil wir haben ein großes Bottle, 2 Meter. Und 1,30 Meter mal 1,30 Meter. Also Jay wird das ein bisschen verfolgen hier, werden noch ein paar Fotos machen. Und ja, let's go. Wie lange sind die? Ja, die müssen, was haben wir? G50 sind die Bögen, ne? Ja, ach so, dass wir die 3 Meter machen. Nee, die sind jetzt 1,50. Und 2,50 Meter, willst du jetzt nur ein Meterstück hier reinmachen oder willst du wirklich 1,25? Machen wir gleich breit oder machen wir nicht gleich breit? Weil wir jetzt 2 Meter, also 2 mal 1,50, wir wollen aber nur 2,50 Meter hoch, machen wir beide 1,75. 1,25? Dann würde ich sagen, stücke wir das so, dass es am wirtschaftlichsten also ist. Weil wir wählen ja alle grün. Wir schneiden quasi an 54 cm ab. Ja, oder du viertelst halt eine einfach. Wenn wir die Schraube setzen, hast du ja die Schraube auf dem Meter. Quasi am Bein irgendwo. Das fällt gar nicht vielleicht dann auf. Ja, wir haben auch eine Hose zum Fotografieren. Ja, ich lese, aber das ist ja eh... Was sagst du? Ich sag, das sind super Ideen. Wir machen das so. Also unten? Ich würde... Also unten auf jeden Fall verschraubt. Also machen wir quasi hier verschrauben und hier draufstecken. Also machen wir 1 Meter und 1,50 Meter. Da kann ich ja schon mal 50 cm anmalen. Anreißen. Vielleicht machen wir noch eine technische Zeichnung am Reißbrett, bevor es losgeht. Ich glaube, wir haben ja jemanden, der technisch zeichnen kann. Ich nicht. Eigentlich macht Kevin immer die Zeichen. Deswegen läuft das auch nicht mehr, weil er das nicht mehr machen will. Aber warum hast du jetzt 4 angezeichnet? Wir könnten ja 2 einfach halbieren, dann ist ein Stück übrig. Weil so haben wir ja im 4 jetzt einen Haufen weggeschnitten. Du musst vielleicht eh nur schneiden. Du musst ja an jeder eine wegschneiden. Nee, du musst ja aber an jeder was wegschneiden. Übrig bleibt immer was. Ach so, die sind abgezählt? Ja. Das sind genau so viele. Ach so. So, erstes Teil fertig. 50! Ah, wieder viel gemacht. Geil, du. Hast du dir das zugelegt, das Ding, oder? Ja. Extra wegen uns? Nee, die habe ich mir selber gekauft. Geil. Aber guck mal, Dicker. Bodenschief. Nee, die sind unschief. Ne? Das mal halt hier auf einer Seite. Genau. Dann mess mal lieber die 1 Meter. Miss mal lieber. Missen wir mal lieber. Nee, messen, dann messen wir ja, mal lieber. Ach so, das ich weiß schon. Ja, ist schon klar. Ich würde jetzt mit grammatikalischen Vokalen flexen, aber ich habe da nicht so die Ahnung von. Da hat es doch mit Migrationshintergrund, oder? Ich bin mit Migrationshintergrund, ja. Nee, die haben gepasst von der Seite. Die müssen ja 1 Meter sein. Nee, siehst du, die sind jetzt... 95. Aber dann sind es ja keine 1,50 Meter. Dann machen wir die auch 95. Ja, genau. Da haben wir die 6 cm wieder weg. Weil 95 bis 100 6 ist, oder was? Mann, nein, aber grob. Komm, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Ob 1,30 oder 1,20. Stein, Schere, Papier. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, was ist das jetzt? 1,20, aber 1,30 ist besser. Ich wollte eigentlich nur gewinnen. Das ist ein Grund, warum wir Aluminium mal Zwischengasse geben. Ja, mit krass gescheit. Weil wir jetzt erst transportieren müssen, das ist viel leichter und es ist leichter zu bearbeiten als Edelstahl oder so. Ne? Genau. Die läuft weg unten so ein bisschen. Aber es ging ja noch weg. Leider ist das schief. Aber ist nicht schlimm. Wir wollen ja keinen Käfig. Kein Käfig verkaufen, sondern ein T-Shirt. Und Pullover. Und vielleicht noch mehr. Eine Cargo. Ein Kleid. Ein Kleid? Kleid kann man sehen. Also du kannst ja gut in unsere Größe nehmen, ist ja ein Kleid für dich. Was soll ich sagen, Bruder? Aber können wir vielleicht 2 Zeitraffer machen? Sind 2 Zeitraffer dann 2 Zeitraffers? Raffen? 2 Zeitgeraffen? Ich stelle dich einfach hier. Das ist eine Gummihülle, wir können es hier oben hinstellen. Nee, es ist zu weit weg. Marius, Senfkonstruktion hat nicht so richtig gehalten. Warum steht da Senf in der Werkstatt? Den hast du ja mit der Ruhe genommen. Das war meine Hilfe. Das war meine Hilfe. Ja, kannst du Jay mal den Fuß abwischen, bitte? Kannst du Jay mal diese Schuhgröße 50 abwischen? Das ist 49. Nee, lügt doch nicht. Können wir uns alle so ein Dings machen? So ein Nelly-Ding? Ja, jetzt geht's rund.
Komm mal her. Nein. Kannst du es jetzt auch ablecken? Nee, ich lecke ja gar nichts. Wolltest du heute noch Bockwurst essen, oder? Ja, eigentlich ja, zum Mittag. Jetzt kommt der Beste, Mann. Brauchst du ein bisschen Senf? Mh. Ich glaube, wir wollen. Oh, das ist eigentlich sauber. Hey. Ja. Oh, hey. Komm her jetzt hier. Das ist der scheiß Nocken hier vor. Das kann man nicht machen lassen. Nee. Hier, die kannst du ja, wenn du bitte kommst. Sieht man gar nicht mehr. Nee, ich mach die Möhre vor mir. Machst du einen Millimeter, geht der weg? Und die andere Seite? Und hier? Ja, jetzt fast in diesen 45 Grad. Ja, was hat man hier? Köstlich. Ist das jetzt 1,20? Fehlt da noch der Schnitt. Nur die eine Seite bis jetzt abgeschnitten lassen. Die Arbeit hat der nicht fertig gemacht. Geht leider, ich muss. Wie auch, hängt am Handy. Nebenbei Sachen für Weihnachten machen. Dies, das, Ananas. Für Weihnachten muss keiner was machen jetzt. Habt ihr das Zeug eigentlich schon, was du hier aufkleben willst, Maya? Nee, nee, das wollte ich ja heute bestellen. Das ist einfach so ein Licht. Deswegen habe ich ja gesagt, sollte das so sein. So willst, ja. Genau. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Dynamik in unserem Videotag kriegen. Ja, vielleicht machst du mal kurz eine Pause. Und ich mache schon immer viele Pausen. Was ist das hier für ein Gerät? Was passiert? Warte, Richtung. Hab ich doch so lang. Hier ist das Gerät von dem Ding. Ja, kannst du mal, oder? So. Sieht nice aus. Sieht es besser aus? Nein. Auch nicht wirklich. Nee. Das fühlt noch schlimmer. Das ist krass auf jeden Fall. Diese Fille abgesägt. Dann kannst du nicht mal so nah kommen. Für die Zuschauer. Ich möchte die Zuschauer auf die Reise mitnehmen, dass die richtig dieses Feeling vermittelt bekommen. Hey, hier ist richtig Action. Und wenn das alles nicht mehr läuft, so im Metallbau. Hab ich das schon gemacht. Dicker. Du warst quasi zu größeren Rufen. Immer. Jetzt denken sich alle, jetzt wir spinnen wohl zusammen, da weiß nicht mehr, was der gelernt hat. Bist du in Zeitlupenmodus? Nee, aber du so schnell wie das er geht. Versuche mal allen Leuten das zu bebildern, was er da richtig macht. Das wird es ja keiner sehen. Bist du zufrieden mit deinem Lehrling? Nee, geht besser. Das 1,30? Mhm. Aber das passt. Das ist schon gut so. Das ist gut, ja. Da passt man auch echt gut mit Senfschuhen rein. Also. Wie machen wir das unten jetzt? Nach unten mache ich jetzt. Unten würde ich jetzt so eine Dinger, also 6x6 cm und dann. Das reicht ja nur, das so zusammenschweißen. Ach nee, geht ja nicht. Ich muss den ja auch auf Winkel zusägen. Hier dann noch ausklinken, damit wir den aufschweißen können, weil ich kann ja. Der soll ja quasi am Hüser sitzen. Sag, wie viele Snapbacks du hast. 100. Und wie viele davon passen? Jetzt kann ich aufsetzen. 62,5 cm Gehirnumfang. So, was habt ihr jetzt hier gemacht? Na, das sind jetzt die Langstücken, das ist für oben und unten quasi, wo wir die ausstellen. Vlog nimmt man ja immer alles auf, ne? Wie bitte? In dem Vlog zeigt man immer so alles. Seid ja gespannt, wir machen auch kein Vlog. Genau. Hoffen wir. Jetzt fahrt ihr. Ich habe die Teile jetzt rechts gesägt. Ich ziehe sie in Fahrt jetzt noch und dann schmeißen wir unten quasi die Verbinder zusammen. Und dann stecken wir es einfach zusammen. Und dann werden wir mal sehen, ob wir irgendwie richtig gebaut haben, würde ich sagen. Dann sehen wir uns noch bei LED-Speisen, die müssen wir noch bestellen. Ja, und dann ist die Sache nicht fertig. Aber jetzt ist halt die Frage, ob wir das Aluminiumfarben lassen. Oder ob wir, wenn wir dann ein Foto machen, im Dunkeln, mal die Halle zumachen und Licht aus, hast du der Fotoapparat mit, oder? Digga, ich schweiß doch nicht den ganzen Tag, so wie du. Jetzt schweißt du also mal ein bisschen, ne? Ist sehr lange her bei mir, bestimmt schon über 10 Jahre. Zwischendurch haben wir ein paar Sachen gemacht.
sehe ich nichts mehr. Kannst du schon mal vorbereiten, wenn du willst. Also, nur so oder willst du? Soll ich eine Seite helfen und du hilfst das die andere? Ja, das können wir machen. Das klingt vernünftig. Ich würde es zwar selber machen, aber ich bin hinter euch noch nicht so gekleidet, dass ich hier schweißen kann, aber. Du bist richtig weiß. Danke. Die Jugos sind eh immer weiß. Was für Jugos, Alter? Kroatien hat man zu Jugoslawien gehört. Naja, da war ich noch nicht geboren. Bosnien-Herzegowina. Hast du hier in diese Kinderhandschuhe? Digga, hast du geschwitzt? Das war mir sauer, die Dinger. Diese kurzen Finger, ich komm mal hier nicht rein. Nur die ersten 2 cm meiner Finger sind noch drin. Das geht. Vielleicht trage ich nur noch Schweißerhelme. So, ciao. Hier, das ist jetzt nur so, Anja. Siehst du jetzt, dass wenn du drückst, geht's drücke? Ja gleich an. Und wenn okay. Du losst, ist wieder aus. Okay, wo ist das Kabelding? Draht, Digga. Ah, Kabelding, da ist schon los. Oh Mann, beruhige dich, ich hab keine Brille auf. Ich entschuldige, ich hab keine Brille auf. Die Spitze ganz knapp übers Werkstoff und in der Mitte von den Spalt drin halten und dann den Draht drin. Okay, hier. Ruf schon mal 1x2 an. Boah, ich sehe überhaupt nichts, Alter. Siehst du das, was wir uns angeht? Ja, dann müsstest du aber sehen, wie es nicht angeht. Nice! Okay. Direkt die Diode, das was hinter dir will. Geh weg, mach nochmal. Die Nadel. Die Nadel. Alter, ich hab einen zittrigen. Die Nadel muss nicht aufs Werkstück drauf. Nee. Ganz knapp übers Werkstoff. Übers Werkstoff? Die Nadel wird 10 mm übers Werkstoff. Werkstück. Oh. Ich hab einen Motor gebaut. Das passt auf jeden Fall. Nee, das passt nicht. Machst du es einfach. Meine Hand ist zu zittrig. Oh, warte mal, ich probier's nochmal so. Was sagt der Fachmann? War er jetzt zu weit weg oder hat er zu viel Draht gegeben? Zu viel Draht gegeben. Ja, schmelzen lassen und dann den Draht drin. Ja, Kevin, ich mach doch nicht jeden Tag. Alles gut, mach. Yes. Draht ist super fest. Sorry, Kevin, hab keine. Der brennt am Baum, Alter. Ja, ich mach eine neue Nadel. Okay, am besten machst du es gleich selber. Aber hält, ne? Hier wird nie gemeckert. Nadel tot, eigentlich spitz. Top. Ich hab's mal probiert, lange her. Würde ich mich den ganzen Tag hinsetzen, würde es dann auch nicht lang gehen. Was, schwitzt? Nee, ist doch deine Schwitze. Ja, deine. Ja, genau. Ja. Seine. Also, Kevin schweißt das jetzt durch, die Verbinder. Da müssen eigentlich noch die Löcher gebohrt werden für die Schrauben. Und dann ist es eigentlich fertig, oder Kevin? Ja, genau. Aber das wird halt noch eine Weile dauern. Wir müssen dann halt auch irgendwie los, weil Rick die Kamera braucht für den Livestream auf Twitch. Da würden wir einfach beim nächsten Mal nochmal, wenn wir dann den Vlog weiterführen beim Shooting, seht ihr das Teil ja dann fertig. Wir werden wir wahrscheinlich uns noch für eine Farbe entscheiden. Das machen wir dann spontan mit der Dose noch. Die Woche noch oder nächste Woche. In 2 Wochen ist Shooting, ne? Wir haben dieses Teil gebaut quasi, da stecken wir die Rohre rein. Wir werden das auch nicht verschrauben. So, und dann ist es ja easy. Hier drauf. Ja, dann kommt hier noch ein Verbinder rein, der wird wahrscheinlich genietet. Und dann oben. Und da oben kommt nochmal dieses gleiche Grundgestell, was dann hier stehen soll. Oben drauf und hier kommt die LED-Leiste rein. Das wird bestimmt cool aussehen, oder? Das wird super aussehen. Kevin, da ist es. Kevin hat ganze Arbeit geleistet. Hat den Käfig fertig gebaut, verschraubt. Geil. Mega. So ein paar Tücher und eine Flasche Bremsenreiniger zum Mitnehmen wäre nicht schlecht. Ja, die nimmst du mit. Wollen wir den dort sauber machen? Wir fassen den ja immer noch mal an. Ja. Ich wollte nur testen, ob das ausreichend ist. Wie war so dein Erlebnis, dein erster Käfig? Außer den, den du privat zu Hause im Schlafzimmer hast. Gut, super. Können wir jetzt das machen. Müssen wir nicht erst oben zusammenstecken? Achso, stimmt ja. Also du kannst so gerne so probieren, aber... Ich meine, hier ist es jetzt geschraubt. Ist es nee, auch nicht. Auch nicht? Nee, nee. Mal legen wir die andere Liste. Klappt das jetzt nicht? Boah, und auf die Käferhaube. Ist schon immer passiert. Vorher mal mitgerichtet. Der Kevin muss... Ich hab die Käferhaube. Schon ganz schön groß so. Ja.
Also es ist riesig, für Nils wird Trainer. Ja, Nils wird oben rausgucken, denke ich. Nee, denke ich nicht. So, danke, Kevin. Ja,